Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin, wie immer mit drei Geschichten, aber wir fangen direkt an mit der ersten, weil so viele danach gefragt hatten. Inacio ist ein Guide auf Madeira und seit 15 Jahren begrüßt er jedes unserer Schiffe, was in den Hafen einläuft. Er steht immer da und ruft guten Morgen und herzlich willkommen und so. Und wir haben ihm aus Dankbarkeit dafür, dass er das macht, haben wir ihm eine Reise geschenkt. Dieses Jahr ist es soweit. Du fährst AIDA. Voilà. Wow. Sein erster Gedanke, als ich ihm die Reise sozusagen stellvertretend für meine Chefs übergeben habe, war: Wenn ich mache eine Reise, wie komm ich im Leuchtturm zu sagen Guten Morgen von der gestern Bord? Und das sorgen nicht. Da habe ich leichtfertig gesagt, im Frühjahr war das, ich würde das machen. Naja, und Versprechen muss man einhalten. Und wie das alles gewesen ist, das seht ihr hier. Zweite Tag on board waren wirklich ein Abenteuer im Funchal. Mein Weg Funchal erreichen und von der Brücke rausgucken und meine Insel alles beleuchtet und wie schön. Das war wirklich, ich habe etwas Neues gesehen, meine Insel von anderer Seite. So, ich habe jetzt hier die hochkompetente AIDA-Flagge. Dann habe ich hier die Weste an, wie sich das gehört. Und ich denke, ich bin Bombe vorbereitet. Internationaler Schwenker und Begrüßer. War ein bisschen dunkel. Ich hatte meine Fernglas auf der Brücke. Funchal gucken, ungefähr ein bisschen weiter. Aber ich habe meine Flaggen rechts und links. Und Boris auch gesehen. Das war schön. Das war total schön. Das war wirklich ein Überraschung. Geht los, richtig? Guten Morgen! Moin, moin! Herzlich willkommen! Guten Morgen! Guten Morgen! Willkommen im Paradies! Es ist kein Spaß. Inacio sein ist kein Spaß. Das ist ein knallharter Job. Ich glaube, als nächstes mache ich den hier. Wie heißt der? Ironman? Das ist, glaube ich, das nächste. Erst Madeira Hafeneinfahrt, dann Ironman. Herzlich willkommen! Letztes Mal, ich war zusammen mit Boris, waren fast 8 Monate früher, weil hat Boris nicht gesprochen, dass er kommt im Funchal und dann kann er das machen, meine Willkommen zu den Gästen. Und wenn ich war raus von der Gangway und wir haben beiden wieder treffen, war schön, war total schön, war total, das war wirklich ein Moment. Hatte. Und dann bei dem Schiff mit Willkommen-Schild. Ich mache ein ganzes Schiff. Ich starte von hinten bis vorne und dann gleich den Weg zurück. Zum Ende sage ich normalerweise 50 Mal Guten Morgen. Boris war okay. Ja, das war wirklich ein großartiges, emotionales Erlebnis. Erstmal vielen Dank an alle Gäste. 1500 waren da sicher auf. Und die anderen, bei denen entschuldige ich mich hier nochmal in aller Form, dass ich so laut gebrüllt habe. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber abgemacht ist abgemacht und Versprechen muss man einhalten. Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, man kann in dem Film nicht sehen, dass ich 2 Stunden am Stück in 2 Locations rumgeschrien habe wie ein Irrer. Ich konnte 3 Tage nicht mehr sprechen. Whatever, es war es mir wert. Es war wirklich großartig. Vielen Dank, Inacio. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Unsere Sänger haben uns einen Gruß geschickt. Und zwar aus Korfu von einem Schiff. Und da ist noch richtig schönes Wetter und richtig schön warm. Und wenn es draußen so iselig ist, tolle Bilder.
Bitteschön. Schöne Grüße aus Corfu. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say, I want it that way. We're on a boat. Yes! Und jetzt nehmen uns unsere Weltreisereporter mit auf ein kleines Stückchen Südamerika. Rio de Janeiro. Wir haben es geschafft. Wir sind in der brasilianischen Metropole angekommen. Und für die Stadt haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Heike Senf, unser Gastweltreisereporter, und ich haben uns in einen Helikopter gesetzt und uns die Stadt mal von oben angeschaut. Im Stadtteil Barra sind wir gestartet und über dem Ipanema-Strand Richtung Christusstatue geflogen. Ein Wahnsinnsausblick über die ganze Stadt, über den Zuckerhut. Geil, eben waren wir noch ganz unten und jetzt sind wir irgendwie ganz oben und haben einen der mega geilsten Ausblicke überhaupt auf die Küste und auf unser wunderschönes Schiff. Fantastisch. Tolles Erlebnis. Kann man nicht beschreiben. Bombenwetter, alles prima. Mit dem Ablegen in Rio de Janeiro haben wir uns auf den weiteren Weg gemacht, Richtung Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Und da sind das TV-Team und ich auch unterwegs gewesen. Und unser erster Stop war die Plaza Independencia, der größte Platz in Montevideo und mit einem der Wahrzeichen der Stadt, Palacio Salvio. Das argentinische Puerto Madryn ist besonders bekannt für seine hohe Artenvielfalt, insbesondere die Halbinsel Valdez. Und dahin haben wir uns heute mal auf den Weg gemacht. Wir befinden uns jetzt hier auf der Halbinsel Valdez beim Punta Norte. Und da gibt es ein ganz schönes Naturschauspiel. Hier sehen wir ganz, ganz viele Seeelefanten und Seelöwen. Heike, wie findest du denn das Ganze? Unglaublich, die Landschaft und diese Seelöwen hier zu beobachten, wie sie sich hier am Strand tummeln und sich das gut gehen lassen. Echt fantastisch. Und das wieder mal bei herrlichem Wetter hier. Echt super toll. Nichts hinzuzufügen, ganz, ganz toll. Und weiter geht's Richtung Estancia. Ja, da freue ich mich doch jetzt schon, oder? Ab zu den Pinguinen. Ja. Und hier sind sie, freie Wildbahn. Ja. Dass die Pinguine irgendwie alle zusammenhocken und zusammenbrüten. Aber ich wusste nicht, dass diese Magellan-Pinguine alle in kleinen Höhlen sind und dort brüten. Total süß und liebenswert. Hat sich gelohnt. Ja. Also das wird sich ewig einbrennen. Wahnsinn. Die Nähe der Tiere, dass man verhältnismäßig nah rankam, ohne dass die sich gestört fühlten. Wunderschöne Bilder, oder? Und wenn ihr sowas seht, kriegt ihr sicher auch so ein bisschen Fernweh. Und wenn ihr Fernweh kriegt und wollt mehr wissen über uns und über AIDA und über alles das, was wir so machen auf unseren Schiffen, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren zunächst durch die Meerenge von Gibraltar nach Cadiz und dann nach Lissabon. Als nächstes besuchen wir Cartagena und Valencia. Wir machen noch Halt in Barcelona und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, nach Palma de Mallorca. Und die Gäste, die jetzt auf AIDA Stella waren, als ich auch da war, hatten noch ein zweites wunderbares Erlebnis. Also erstmal Ignacio, aber dann haben sie noch Harry kennengelernt. Harry ist ein Mitglied der Küchencrew und Harry kann singen. Und wir haben ihm die Bühne dazu gegeben, weil das sind die einmaligen Momente, die es sonst nirgendwo gibt.
wenn jemand sich auf die Bühne stellt, der eigentlich kein Profi ist und für ganz, ganz viele Gäste singt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den schönsten Bildern der Woche, mit der tollsten Musik. Thank you so much. Und genau darauf kommt es an. Einmalige Momente. Vielen Dank. Thank you very much. You're welcome.